Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Ultimate Team Let's Play. Und es hat sich bei mir einiges geändert. Ihr seht es an der Bilanz: 11-1-2. 11 Siege, ein Unentschieden, 2 Niederlagen. Ich habe ein bisschen weiter gespielt im Vergleich zum letzten Mal. Und ich habe im Shop mindestens 10 Openings gemacht. Beim nächsten Mal zeige ich euch die. Ich musste mich erstmal in FIFA Ultimate einspielen und habe das deswegen ganz allein gemacht alles. Ich zeige euch mal meine komplett neue Mannschaft. So, aktive Mannschaft ist der Wiesbaden SC im Verein Ratzeburger SV. Ich glaube, es ist so, Ratzeburger SV ist mein Verein und Wiesbaden SC ist hier quasi meine Mannschaft, wie zum Beispiel in anderen Vereinen, wo es eine A-Jugend, eine B-Jugend, eine erste Herren, eine zweite Herren gibt. Und ich glaube, so ist das aufgebaut und ich kann ja auch noch weitere Mannschaften erstellen. Und ja, so, hier erstmal ein Blick auf mein völlig neues Team. Darf ich vorstellen, Martinez als ZDM habe ich, den habe ich gezogen. Dann, wer ist denn das hier nochmal? Valdes, Adebayor, Pepe, aber wer war hier noch? Silvestre, Torwart war ja auch noch ein bekannter, Bravo. Dann habe ich hier Ersatzspieler noch, Rooney als MS. Dann habe ich Lavezzi, dann habe ich Isco und dann habe ich hier, wer ist denn hier noch bekannt? Hulk! Ich habe den Hulk! Allerdings passt er immer nicht in mein System, weil ich brauche ein RM und kein RA. Ich bin am überlegen, ob ich das noch umstelle, weil Hulk ist ja ein geiler Spieler im Prinzip. Felipe Melo, Jose Enrique und Spolly und Patrick Herrmann. Ja, Patrick Herrmann. Ja, ist auch so einer, den ich eigentlich gerne behalten würde. Also, viele gute Spieler, viele Packs geöffnet. Also, ich dachte, das dauert viel, viel länger, bis man an gute Spieler kommt. Aber das ging jetzt so schnell. Von innerhalb weniger Minuten hatte ich diese Mannschaft zusammen. Team Chemie von 59 statt 40 irgendwas. Besser habe ich es noch nicht hingekriegt. Und ja, aber jetzt wollte ich natürlich erstmal wieder spielen. Einzelspieler-Saison. Gucken wir mal rein, da werde ich jetzt weiterspielen mit dieser neuen Mannschaft. Ich habe auch ein neues Auswärtstrikot und ja, einer hat ja geschrieben, wenn ich so viel einwechsel, wird mich das viel Geld kosten, weil ich musste die Spielerverträge verlängern. Ich weiß jetzt auch warum, jeder der Ultimate spielt weiß es ja, man muss ja die Spielerverträge verlängern und das geht immer nur, wenn man in diesen Packs die Verträge quasi zieht. Deswegen wechsle ich nicht mehr so viel während des Spiels. So, laufende Saison. Verbleibende Spiele 5, Bilanz 3-1-1, 3 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, ein Punkt noch, dann ist der Aufstieg in die nächste Liga möglich oder geschafft, keine Ahnung. Bei 5 Partien werde ich wohl einen Punkt holen und ja, meine Mannschaft wird so bleiben, weiter Spielsitzung wird erstellt. So, ich spiele auswärts, Chemie 59 und guckt euch, Angriff 84, Mittelfeld 80, Defensive 74. Also, das ist schon, ne, Auswärtstrikot rot, oh, ich liebe ja rot, sieht man ja auch hier wieder an meinem Bayern-Trikot. So, gegen FC Groningen, die spielen einfach mal in grün-weiß, das passt, und spielen. Ja, über Hulk habe ich mich riesig gefreut, habe dann aber gemerkt, der passt gar nicht ins System. Jetzt bin ich auch wegen Rooney, den habe ich ja auch noch immer noch am überlegen, ob ich vielleicht das komplette System dieser beiden Spieler anpasse. Dann hätte ich zwar keinen Adebayor mehr vorne drin, aber Rooney und Hulk, das wären natürlich zwei Riesennamen. Boah, wie der gepasst hat. Oh. Oh Gott. Oh Gott, der letzte. Oh nein. Also sowas. So, jetzt läuft er da wieder rein. Jetzt warte ich und los geht's. Oh. So schnell, bevor die Maschine zurückkommt. Jawohl, beim letzten Schuss hat es dann geklappt. Eigentlich mache ich diese Spiele, wenn ich hier meine Let's Plays mache, nicht. Diese Skillspiele. Bronze-Level abgeschlossen. Ja. So, auf geht's. Ratzeburger SV. Zu Gast im oder beim FC Groningen. Die Mannschaft ist schwächer aufgestellt als meine, allerdings weiß ich nicht, wie es da in der Teamchemie aussieht, werden wir sehen. Das letzte Spiel habe ich 9-0 gewonnen und das davor habe ich 1-0 verloren. Also so kannst du hin und her gehen.
Ja, bei dieser 1-0 Niederlage, das war das erste Mal mit dieser Mannschaft, wie sie jetzt zu sehen ist. Ich bin überhaupt nicht klargekommen. Ich wusste nicht, liegt es an der Teamchemie, liegt es an mir, es lag wohl an allem. Habe dann 1-0 verloren, weil ich meine Chancen auch überhaupt nicht genutzt habe. Dann das nächste Spiel kam ich besser mit Adebayor und Co. klar. Und ja, das ging dann mal zur Pause 5-0 aus. Dann folgten nochmal ab der 80. 4 Stück. Oh, ich dachte, der Torwart kommt raus. Geht schon wieder los mit der Chancenverwertung hier. Dabei habe ich mir vorgenommen, wenn ich Chancen habe, erstmal das 1 und 2-0 auf sicher zu machen. Aber ja. Oh, da heißt Cherry. Oh, Freistoß. FIFA Ultimate. Ja, ich hätte ja nicht gedacht, dass mir FIFA Ultimate Spaß macht. Aber ich muss ja zugeben, das hat ja schon einen richtig schönen Suchtfaktor und auch Lustfaktor. Denn diese, wenn man diese Packs öffnet, ich bin ja sowieso einer, der gerne auspackt, das kennt man, oder wissen auch die, die meinen Kanal Ben Masterful kennen, wie gerne ich diese Booster auspacke und öffne. Das ist natürlich auch geil, hier diese Packs bei FIFA Ultimate zu ziehen. Und schöner Pass auf Valdez. Und nein! Die Dinger sind doch sonst sicher, aber Valdez ist ja auch Rechtsfuß eigentlich, ne? Oh Mann, ja, mit Robben gehen die Dinger rein. Wieder Valdez. Och, und wieder. Ich dachte, Torwart kommt aggressiv raus. Ja, wenn ich das nächste Mal denke, so diesmal kommt er nicht aggressiv, dann kommt er aber richtig aggro wahrscheinlich. Joao Quinn. Und auf Adebayor. Sehr schön. Ah, ja. Mit Innenpfosten. Adebayor mit dem 1-0. Ach, sehr schön. Ihr könnt auch Rooney spielen. Aber Rooney ist ein MS und kein ST, wie ich ihn für mein System bräuchte. Naja, wie gesagt, vielleicht stelle ich noch um. Oh, der hat ja hundertprozentig gepasst. Streichelt. Nee, doch nicht. Ich dachte, der streichelt noch den Innenpfosten. Beim Eintreffen sozusagen. Beim Eintritt ins Tor. So, 1-0, jetzt kann ich rumspielen. Nein, erst beim 1-0 noch nicht. Das ging auch schon mal in die Hose. Ich glaube, vor drei Spielen habe ich 1-0 geführt, mein erstes Unentschieden. Und habe dann das nächste Tor einfach nicht gemacht und habe dann kurz vor Schluss den Ausgleich bekommen. So, Pepe. Och, den hält er! Was ist denn hier los? Hier nochmal wieder die Wiederholung. Hat er richtig schön ausgeguckt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer mit der 14 bei mir gerade spielt. Hat er gut gehalten. Glückwunsch, Lob an den Torwart. Flanke! So, Martinez, Maicon! Silvestre. Ja, ich habe ja große Namen, habe ich auf einmal im Team. Es ist ja... Jetzt macht FIFA Ultimate Spaß, das muss ich zugeben. Am Anfang dachte ich, scheiße, was ist das, was wird das hier? Aber mittlerweile, so wieder Valdez, der taucht hier oft auf. Oft auf. Und oh. Oh, oh, oh. Schöner Spielzug. Hat sich schön ausgeguckt, der Valdez. Ah, aber den darf man auch gerne mal ins Tor nicken, ne? So, dann hatte ich ja beim letzten Mal noch rumgenölt und geheult, warum meine Spieler dann so schlecht in der Kondition und in der Ausdauer so auf einmal sind. Ja, man muss das halt man muss das halt ziehen quasi. Ah. Ja, also in den Packs, da kann man dann Konditionen und so erziehen. So, Martinez. Versucht es mit rechts, aber jetzt bin ich zu flauschig hier mit meinen Möglichkeiten. Und er kommt durch. Boah, abseits oder was hat er da gepfiffen, der blöde Schiedsrichter. Ja, okay. Diesmal gebe ich gerne zu. Das war abseits. Ja, Adebayor macht ein gutes Spiel, meiner Meinung nach. Schön auf Philippe Luis. Und oh.
Ich liebe ja diese Spielzüge, wenn man dann auch von der Grundlinie quasi nochmal den Ball zurücklegt. So, und jetzt! Ah, das hat zu lange gedauert. Schade. Martinez oder wer war das? Mit der 8, ja. Ich wollte ihn eigentlich ein Stückchen früher noch dahin zirpen, aber hat nicht ganz geklappt. So, 1-0. Das Spiel läuft natürlich ganz klar für mich, aber diese Spiele sind auch gefährlich, wenn man hier nicht dieses 2-Tor macht. Wieder Valdez, der wird überhaupt nicht angegriffen! Und diesmal macht es! Valdez mit dem 2-0. Ja, das erste Mal, als ich mein rotes neues Trikot anhatte, habe ich gleich 1-0 verloren. Diesmal sieht es anders aus. Deswegen habe ich beim 9-0-Sieg auch wieder mit diesem ganz hässlichen Blauen gespielt. Ich habe ja schon viele Trikots im Verein. Ich weiß noch nicht, für welches ich mich entscheiden werde. Ich habe jetzt erstmal das Rote genommen, weil ich ja, wie gesagt, allgemein gerne im Rot spiele und die Farbe Rot echt mag. Mag André Ter Stegen. So, 2-0. Jetzt wird's flauschig. Jetzt kann ich hier den Aufstieg quasi schon mal festmachen und feiern. Und den nächsten Pokal und die nächste Liga sehr schön durchgeschoben. Lauf, lauf, Adebayor. Oh. Und Martinez, nein. Ich wollte es so schön machen. So, Martinez. So, wo spielt er hin? Boah, der wird überhaupt nicht angegriffen hier. Mann, Mann, Mann. Was machen die denn da von Groningen? Worauf warten die? Da spaziere ich da einfach zum Elfmeterpunkt und kann das Ding da reinschieben. 3-0. Das war ja einfach. So, mal der Blick auf Elgato Game Capture. Ich habe ja jetzt am Montag das erste Mal Probleme gehabt. Und zwar ist die Aufnahme schief gegangen. Die ersten 20 Minuten hat Elgato nicht oder nur ein scheiß Bild aufgenommen. Ich habe noch nie Probleme damit gehabt, aber jetzt scheint wieder alles zu funktionieren. Deswegen ab und zu mal mein Kontrollblick von mir aus links. Da steht nämlich mein Laptop, wo Elgato läuft und aufnimmt. Das ganze Spiel hier captured. So, Adebayor. Lauf. Valdez, lauf. Och, der bleibt stehen, der bleibt da stehen. Da kann ich doch mal rüber zirpen. Und Martinez. Und Aquilani, nee, wie heißt er? Aquilani, doch. 4-0. Ja, jetzt wird es hier einfach. Den hätte ich auch viel einfacher gleich von Anfang an mit Valdez reinmachen können. Weiß ich ja selbst, ne? Aber wie gesagt, wenn man schon mal diese Dominanz hat in diesen unteren Ligen, ich muss mich ja erst hochkämpfen, hocharbeiten. Trotzdem habe ich schon zweimal verloren hier. Unglaublich, aber wahr, gegen solche Mannschaften. Weil wenn man die Dinge einfach nicht reinmacht vorne, wird es irgendwann ungemütlich. Zhao Quinn wird hier wieder nicht angegriffen. Wird hier das noch, das 5-0 zur Halbzeit? Ja! Adebayor! Das war übrigens Absicht, dass ich den nochmal dahin lege. Wie man gleich sehen kann. Ich hätte erst überlegt, in den Rückraum zu legen, denn diese Tore liebe ich ja, wie gesagt. Oh, wieder Adebayor hier. Einfach mal abziehen! Eieiei! Halbzeit, so, ist es 5-4, 5-0, wieder ein 5-0, könnte also wieder 9-0 werden. Und ja, ich habe schon überlegt, Rooney rein, nö, denn das kostet ja dann nur wieder, also ich werde so weiterspielen. Solange die Jungs alle laufen können, ist alles gut. So, im nächsten FIFA Ultimate, also ich werde jetzt nach diesem Spiel auf jeden Fall so lange weiterspielen, bis ich wieder ein Pack-Opening machen kann. Dann gibt es beim nächsten Ultimate auf jeden Fall ein Pack-Opening. So, Valdez, riesen erste Halbzeit. Boah. Bitte. So sollte das jetzt nicht aussehen. So, Valdez. Ah. Wird die zweite Halbzeit nicht so gut wie die erste von ihm? Werden wir sehen. Ja, natürlich bin ich noch lange nicht an meiner Traumelf dran hier. Ich hätte natürlich noch gerne den ein oder anderen richtigen Superstar mehr. Eden Hazard, Ronaldo, Neymar, solche Spieler.
auch gerne ein paar deutsche Spieler. Özil, naja, Özil ist ja nicht so eigentlich mein Fall. In der Spielweise von Özil bin ich meistens nicht einverstanden, weder bei Arsenal noch an der Nationalmannschaft. Und rechts, wo ist er? Da kommt er, verspätet. Pippe. So, wo ist er? Rückraum. Boah, aber weiter Rückraum. Oh. Ja, ich habe beim Ranlaufen ans Tor auch nur in den Rückraum geachtet. Hätte ich mal selbst machen sollen oder versuchen sollen mit Pepe. Naja, beim 5-0 kann man auch mal ein bisschen rumzaubern und rumwuseln. So, aber damit das Let's Play wieder spannend bleibt, mache ich jetzt 5 Eigentore. Mache ich natürlich nicht, wäre ja blöd. So, wieder Valdez, Mann. Der wird hier nicht angegriffen. Kann bis zur Grundlinie gehen und kann dann das Ding. Oh, ich wollte ihn einfach lupfen. Nicht ins Tor, aber zu meinem Mitspieler. Wer auch immer da mitgelaufen ist. Ja, gegen so eine Mannschaft habe ich schon 1-0 verloren. Also dann sieht man mal. So, wieder Adebayor. Boah, der wäre schön gewesen, ne? Ja, sowas mache ich, wenn ich, wenn es 0-0 steht, mache ich so eine Dinger nicht. Dann zwiebel ich die Dinger richtig flach ins lange Eck. Oh, ein Stückchen höher noch. Ein Stückchen weiter. So, John Green mit der Eckball. Auf, Adebayor. Lattenkreuz. Oh, und der Martinez oder wer auch immer schießt da den einen an. Oh, das war schlecht. Ja, ein paar Töne Tortanzen. Schöne Torschancen hier. Und. Oha, dreht der Gegner auch mal auf. Ich komme hier gerade nicht an den Ball. So, jetzt. Feinschlag und rauf geht's. Adebayor kommt hier an den Ball. Wartet auf die Spieler, die mitlaufen müssen. So, jetzt startet links einer. Kriegt den Ball natürlich Martinez. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Oh. Martinez hat doch einen rechten. Wieso macht er den aus der Position nicht? Der dreht leicht ab, der Ball. Schade. Ganz knapp. So, 5-0 Führung, damit spielt sich natürlich immer sehr arrogant und leicht. Und so sieht das Spiel im Moment auch aus. Also für die meisten wahrscheinlich nicht mehr so interessant hier. Und. Nochmal ein bisschen Kombinationsfußball. Wieder Valdez, der ein Riesenspiel macht quasi. Schönes Ding auf Adebayor. Boah, Adebayor auf Valdez, den nimmt er Volley. 6-0. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Kleines Lüpferchen und dann ist auch keiner mehr, der ihn hätte dran hindern können, dieses Ding direkt zu nehmen. Ja, schönes Tor. Schön. 6-0, 74. Minute. Und hier auch wieder Adebayor. Vorteil. Im Moment gibt es überhaupt keinen Grund für mich, hier den Adebayor mal auszuwechseln. Oh, schade. So, jetzt bin ich. Habe ich Blut geleckt, jetzt will ich hier noch mehr tun. Das 7. Ja, die Tore, die man hier schießt, spielen für die Liga ja keine Rolle. Es zählen hier nur die Punkte. Ein Punkt brauche ich, so wie ich das verstanden habe, und dann wäre ich ja quasi schon in Liga 8. Oder so what else. So. Und, ja, ich kriege auch bald eine neue Internetverbindung. Im Moment ist das alles nicht so rosig, was ich hier habe. Und vielleicht klappt das bald, dass ich eine neue kriege. Und dann kann ich auch vernünftige Online-Games mal machen. So, ich kriege hier gerade den Ball nicht raus. Warum auch immer. Komm schon. Oh, der Ehrentreffer. Deloy.
da passt er da. Also sowas. So. Jetzt bin ich böse. Pepe, nicht der Portugiese, ein anderer. So, Groning dreht auf, nur ein bisschen spät, muss ich sagen. Und es steht, der stand ja schon 5-0, wo sie angefangen haben, Fußball zu spielen. Oh, immer dieses Abseitsgepfeife hier. Come on. Also jetzt drehen sie hier auf. Wenn sie von Anfang an so gespielt hätten, dann wäre es doch vielleicht ein anderes Spiel geworden. Aber jetzt nochmal hier zu versuchen. So, Aquilini. Aber wir stehen immer noch mit 4 Mann hinten. Adebayor, da muss er eigentlich nur auf Valdes passen. Der passt zurück und noch mal. Schade. Das wollte ich herauszaubern. Ja, ich habe ja jetzt endlich mal die Spieler zu zaubern hier bei FIFA Ultimate. Die erste Mannschaft, die jemand hat, ist ja zum Kotzen. Trotzdem bin ich aufgestiegen und habe ein paar Spiele damit gewonnen. Aha. Ah, da war Joa. Ach, und das war's. 90. Minute, der Schiri pfeift ab. Ein 6:1 Sieg gegen Groningen. Damit müsste ich eigentlich aufgestiegen sein. Feiern tut ja noch keiner, warum auch immer. Muss ich die 5 Spiele noch spielen? Ne, die verbleibenden 4. Schauen wir mal. So, ja, hier sehen wir nochmal die Tore. Waren ein paar schöne Dinger dabei, vor allem das 6. Oder hier das auch. Ja, überspringen wir das mal, die schönen Tore von heute. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. So, wir warten hier ein bisschen sehr jetzt, ja. Oh, Adebayor, 9,9. Krasses Teil. So, Münzengesamt 493. Ja, ich habe mir auch schon Packs gekauft. War nicht so erfolgreich, aber naja. So, Titel. Verbleibende Spiele 4. Ach nee. Ah, ein Punkt noch, dann habe ich den Titel. So ist das also. Aufgestiegen bin ich, jetzt kann ich noch den Titel holen. Den werde ich wahrscheinlich ohne euch holen. Ne? So, Ultimate Gene-Daten werden vom Server geladen. Lalalala. Skillspiel Bronze absolviert. So. Ein Spiel gibt's noch. Gewonnene Titel bisher 1. Gehen wir mal zurück. Habe ich was Neues im Shop? Nein. Gut, das war's wieder von meinem Ultimate Team und ich werde jetzt ohne euch ein bisschen weiter daddeln, natürlich. Und beim nächsten Mal zeige ich euch wieder, was es Neues gibt und es gibt wieder ein Let's Play. Das war's von mir, Alf Puschen aus dem Kanal Too Let's Do mit FIFA Ultimate. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche, ciao und auf Wiedersehen.